Alles auf dem Handy. Das alles. Wie hat er das geschafft? Join jetzt auf 24sucht.net. Worauf wartest du noch? Ich habe mir gerade eure Basen auf meinem Handyserver angeschaut und ich muss wirklich sagen, ich bin baff. Alle Basen, die ihr heute seht, sind auf dem Handy gebaut. Auf meinem Handyserver 24sucht.net. Ich hätte nicht gedacht, was ihr so auf die Beine stellt und das alles auf dem Handy. Wenn ihr auch mal bei so einem Video mit dabei sein wollt, müsst ihr auch eigentlich nur auf meinem Handyserver zocken. Ich zeige euch mal, wie es geht. Kommt mal ran hier. Wenn ihr Minecraft auf dem Handy geöffnet habt, klickt ihr auf Spielen, klickt auf Server, geht ganz nach unten. Klickt auf Server hinzufügen. Hier könnt ihr alles eingeben, was ihr wollt. Am besten natürlich 24sucht.net. Und hier kommt jetzt das Wichtige. 24sucht.net. Zack. Und dann klickt ihr auf Speichern. Und schon habt ihr hier unten den Server eingespeichert. Okay, ich gehe jetzt rüber zum PC und werde das Ganze für euch aufnehmen. Schaut euch das auf jeden Fall an. Es ist sehr, sehr, sehr wild, was ihr so auf die Beine gestellt habt. Wie gesagt, das beste Grundstück gewinnt 100 Euro heute von mir. Aber ihr müsst abstimmen, weil ich ganz gerne das euch als Community entscheiden lassen würde. Und ja, dann würde ich sagen, für die 100 Euro natürlich erstmal hier einen Daumen nach oben. Würde mich freuen und dann gehen wir jetzt auf jeden Fall direkt los zum allerersten Grundstück. Okay, das hier ist das erste Grundstück und das sieht ja schon mal sehr gut aus hier. Wow, 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 was soll denn das hier sein? Eine Drachenmall, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal erst zur Drachenmall. Was soll denn das sein? Die Drachenmall. Ah, hier hat er einen Shop gebaut. Wie gesagt, hier auf dem Handyserver 24sucht.net ist es natürlich auch möglich, seinen eigenen Shop zu eröffnen, mit anderen Spielern zu handeln. Und wenn man es klug anstellt, ist es natürlich möglich, auch hier Millionär zu werden, ist natürlich klar. Sieht hier auf jeden Fall alles sehr, sehr, sehr schick designt aus, muss ich auf jeden Fall sagen. Hier noch so ein bisschen Natur mit eingebaut. Hier natürlich überall Shops. Ist ein sehr, sehr schick designter Shop. Hier haben wir noch eine Höhle am Start. Oha, hier ist ja ein richtig langer Gang. Wo führt denn dieser Gang hier hin? Okay, schauen wir einfach mal, wo der Gang hier hinführt. Gut, hier geht's hoch. Hier geht's ganz weit hoch, hoch, hoch. Ja gut, okay. Ein Kistenlager. Wo nichts drin ist. Gut, gehen wir wieder zurück. Hier noch mehr Shops, Shops, Shops. Alles klar. Das hier ist eine Creeper-Statue. Okay, die sieht natürlich auch sehr nice aus. Dann hier hat er noch ein kleines Dörfchen gebaut. Bisschen Privatsphäre braucht man natürlich auch. Und das hier, kann das sein, dass das... Wartet mal. Ach, nein. Das ist ja ein Riesendrachen. Respekt, 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 mein Lieber. Jetzt verstehe ich, dass das hier soll nämlich ein Endportal darstellen. Wie krass ist das denn? Das würde ich ja niemals alleine schon so am PC das hinzubekommen. Ist krass, aber das auf dem Handy hinzubekommen, das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer. Das sehe ich jetzt erst. Alter! Okay, also muss ich wirklich sagen, lieber Papa Gaga Keks, sehr, 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 sehr schick gemacht. Kirche des Drachenkults, okay. Ja, hier noch eine kleine Kirche, das kann auch nicht schaden. Hier kann man Drachentränen kaufen. Ja, alles sehr, sehr nice gebaut. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Bewertung. Alles klar, das hier ist meine Bewertung. Ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr, sehr nice Grundstück geworden. Wie gesagt, wenn ihr mit einer Bewertung von mir nicht einverstanden seid, könnt ihr gerne eure konstruktive Kritik in den Kommentaren da lassen. Und wenn ihr selber mal bei einer Folge Grundstücke bewerten dabei sein wollt, müsst ihr einfach nur auf einen von meinen Servern spielen. Jetzt gerade bin ich, wie gesagt, auf meinem Handyserver und da einfach ein geiles Grundstück bauen und dann finden wir euch schon von alleine oder sagt uns einfach Bescheid und schon könnt ihr ganz easy in eine Folge reinkommen. Gut, machen wir weiter beim nächsten Grundstück. Das hier ist ja schon mal auf jeden Fall ziemlich, ziemlich bunt. Das kann man ja hier schon mal sagen. Nach hier ist sogar eine Botschaft an mich. Skyguy, wenn du das siehst, würde mich freuen, wenn du mein GS bewerten würdest. Tja, da hat er heute tatsächlich Glück gehabt. Also heute bewerte ich wirklich dein Grundstück. Dann würde ich sagen, gehen wir doch hier einfach mal rein. Alles ziemlich pompös hier mit Emeralds, Diamanten, okay. Wow, was ist denn hier am Ende? Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt. Das ist ja hier sehr mysteriös. Wir gehen mal hier durch. Oh, jetzt müssen wir uns entscheiden. Wo wollen wir denn lang? Oder ist da auch einfach nur der Eingang? Oha, das ist ja ein richtiges Labyrinth hier.
Ich fliege einfach mal hier lang. Ja, okay. Hier ist ein anderer Eingang. Ich glaube, wir müssen den Aufzug hier benutzen. Alter, das ist ja mal ein großer Shop hier. Geht's hier noch hoch? Hier ist sein persönliches Kistenlager. Okay, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Ja, tatsächlich, hier oben ist es natürlich auch nochmal sehr, sehr, sehr geil designt, ne? Was haben wir denn hier noch überall? Hier kann man nicht lang gehen. Okay, dieses Grundstück ist sehr groß und sehr weitläufig gebaut. Sieht auch ziemlich nice aus, aber irgendwie fehlt mir da noch was, ne? Hier haben wir natürlich einen kleinen Shop, ein kleines Kistenlager am Start. Ist vom Nutzen her, was man hier so machen kann, ziemlich pragmatisch, dann aber natürlich sehr geil designt. So ein bisschen designt wie so ein, wartet mal. Nein! Er hat den Spawn einfach nachgebaut, 1:1. Was? Ich dachte schon, mir kommt das bekannt vor. Okay, Alter, das 1:1 nachgebaut auf dem Handy, mein Lieber. Kann ich bloß leider eine nicht ganz so gute Bewertung für geben, weil es ja wie gesagt ziemlich abkopiert ist. Aber alleine für die Leistung und das Durchhaltevermögen gibt's von mir 2 Beacons und 1 Diamanten. Gut, kommen wir zum nächsten Grundstück. Auf den ersten Blick sieht man auf jeden Fall ziemlich viele OP-Items, Dracheneier, Enderkristalle, alles ist hier am Start. Ein bisschen wild alles gebaut auf jeden Fall. Hier ist ein kleiner Brunnen. Dann haben wir hier ganz viele Beacons. Es ist hier auf jeden Fall ziemlich viel an Werten unterwegs. Dann haben wir hier... Soll das eine Krabbe sein? Ja, das ist... Sollen auf jeden Fall Krabbenaugen sein. Okay, was haben wir denn hier? Hier sind Kisten, okay. Hier Among Us. Dann geht's hier hoch. Ach, hier haben wir eine Wasserrutsche. Ah, also für meinen Geschmack ist das hier ein bisschen zu wild alles gebaut. Aber gibt ja auch Leute, die das mögen, ne? Letztendlich ist ja der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Dann haben wir hier... ein Karussell soll das, glaube ich, sein. Ja, ein Karussell. Hier gibt es dann noch so eine kleine Nether-Ecke. Ja, das ist auf jeden Fall sehr nice. Noch ein kleiner Pool. Hier ist noch ein Helikopter. Also, man merkt auf jeden Fall, hier hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben. Kann man auf jeden Fall sagen. Hier wurde tatsächlich schon mal bewertet von Thunder NRW und Cap Cabana. Würde ich mich tatsächlich anschließen bei der Bewertung. Würde ich mich tatsächlich 1:1 genauso anschließen. So, dann gehen wir mal zurück in die Hub von meinem Community-Server runter und gehen mal auf City with Blue, weil da gibt's auch einige Grundstücke, die ich mir sehr gerne anschauen würde. Und jetzt, wo wir gerade hier in der Lobby sind, kann ich euch auch noch einmal darauf hinweisen, bis zum 17.09. diesen Monats geht noch unser Sommersale auf 24sucht. 30% auf alles könnt ihr sparen. Also, falls ihr Bock habt, mich zu unterstützen, den Server zu unterstützen, check den Shop-Link auf jeden Fall in der Videobeschreibung ab. Lohnt sich momentan extrem. Gut. Gehen wir rüber auf Blue 1. Und das hier ist das erste Grundstück. Man spawnt vom Grundstück, sieht auf jeden Fall erstmal ganz, ganz, ganz viele Emeralds, Diamanten und dann direkt hier am Anfang ein Shop. Das hier ist gerade im Bau. Wir haben allerdings Rechte und das soll uns nicht davon abhalten, hier das Grundstück zu betreten. Und hier haben wir erstmal Pikachu, alles klar. Und wie gesagt, alles mit dem Handy gebaut. Deswegen ist das Ganze hier natürlich nochmal doppelt so krass, meiner Meinung nach. Hier haben wir ein Karussell. Dann ist hier ein T-Rex-Skelett. Alleine das zu bauen, das so detailvoll hinzubekommen. Also ich muss wirklich sagen, ihr überrascht mich immer wieder aufs Neue. Was ist das hier? Ein riesen Regenbogenturm. Okay, hier geht's ja ziemlich, ziemlich weit hoch. Okay, ja gut, hier oben ist nochmal ein kleiner Aussichtsturm, wo man sich alles nochmal anschauen kann. Gut, ich dachte jetzt oben erwartet uns irgendwas Krasses. Dann ist hier einfach ein riesen Piratenschiff. Nein, das ist doch dieses Star-Wars-Raumschiff. Was hat er denn hier alles gebaut, Leute? Was ist das? Das kann nicht sein. Und das alles auf dem Handy.
Hier haben wir nochmal einen Gameboy. Hier ist nochmal so ein Star Wars Ding. Ich weiß leider nicht den genauen Namen. Nochmal ein Crafting Block. Eine Wildwasserbahn. Das ist ja ein richtiger Freizeitpark. Ich sehe das jetzt erst. Und das alles im Game On 0 auf dem Handy. Alles auf dem Handy. Das alles. Wie hat er das geschafft? Alles klar, das hier ist meine Bewertung. Also, das steht für mich fest. Also, das hier ist einfach ein erstes Sahnegrundstück, meiner Meinung nach. Sehr, sehr geil gebaut, mein Bester. Okay, und jetzt kommen wir zum nächsten Grundstück. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Gründerzeit-Villa. Natürlich mit einem Helikopter oben drauf, ist ja klar. Was auch sonst, gefällt mir auf jeden Fall von außen sehr, sehr nice. Das ist ein Stil, den man sehr selten hier auf den Servern sieht. Also ich muss ja auf jeden Fall sagen, sehr, sehr gut gewählt der Stil. Wir gehen mal rein und schauen uns das Ganze hier mal von innen an. Von innen gefällt es mir auch ziemlich, ziemlich gut. Das sieht hier schon alles. Meine Maus fuckt mich auch gerade so ab, Jungs. Irgendwas stimmt mit der absolut nicht. Egal, also von innen sieht es ja auf jeden Fall ziemlich, ziemlich rund aus. Das kann man schon sagen. Gehen wir mal hoch. Die Treppe hier gefällt mir auch ziemlich gut. So eine kleine Wendeltreppe hier reingebaut. Nichts eckig an der Treppe, gar nichts. Hier oben sieht es meiner Meinung nach ein bisschen leer aus. Dann haben wir hier einen Fahrstuhl. Geht's nochmal hoch. Oh, dann haben wir hier natürlich das Schlafzimmer. Sehr, sehr schick gemacht. Und weiter hoch geht's nicht. Was haben wir hier? Keller im Bau, okay. Also, ich muss sagen, das Grundstück an sich sieht sehr rund aus. Ich würde sagen, wir kommen mal zu der Bewertung. Alles klar, das hier ist meine Bewertung. 2 Beacons und ein Drachenei, weil das hier schon ziemlich, ziemlich, ziemlich nice aussieht. Man aber natürlich noch einen Keller bauen könnte und man noch ein bisschen mehr Einrichtung meiner Meinung nach reinhauen könnte. Aber sehr, sehr nices Grundstück im Großen und Ganzen. Yo, hier hat natürlich jemand auch mal wieder absolut gar nicht übertrieben hier. Erstmal Riesenwachleute, die hier natürlich das Gelände bewachen. Geilen Pool hier am Eingang. Das ist schon alles sehr pompös gebaut. Dann haben wir hier ein Riesenhaus. Sehr, sehr, sehr nice gebaut. Alleine auch. Wie der Boden hier so nice dekoriert ist. Ich würde sagen, wir schauen uns mal das Haus von innen an. Wow, das ist hier schon alles sehr, sehr groß gebaut. Sehr, sehr groß. Hier haben wir einen Shop mit ganz vielen Truhen. Also ich glaube, wenn man hier mal shoppen geht, da findet man auf jeden Fall einiges. Gut, hier oben ist dann natürlich noch Luft für mehr Shop. Hier oben auch. Also er hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Platz hier. Ist natürlich ein bisschen schade, dass das ja alles nicht gebaut ist, aber ich würde sagen, wir drücken mal hier definitiv ein Auge zu, weil es hier von außen ziemlich krass aussieht. Es sieht alles sehr, sehr nice aus und wenn es wirklich als Riesen-Shopping-Mall gedacht ist, ist es natürlich schlau, im Vorfeld ein bisschen größer zu bauen, als man schon jetzt gerade im Moment braucht. Garten hier auch ziemlich, ziemlich schick designt. Mit so einem kleinen, freshen Brunnen, bisschen Hecke, Gelegenheit, um sich hinzusetzen. Ja, und das war's auch schon mit dem Grundstück. Kommen wir zur Bewertung. Das hier ist meine Bewertung. 2 Dracheneier, weil das Grundstück mich von außen und vom insgesamten Gesamtpaket einfach umhaut. Nicht 3, weil's doch in den oberen Etagen sehr leer ist. Aber im Großen und Ganzen ist das hier schon sehr pompös, groß, modern. Einfach nice gebaut, meiner Meinung nach. Kommen wir zum nächsten Grundstück. Wir haben wieder einen sehr, sehr großen Eingang. Schön natürlich alles vernünftig mit Hecken bepflanzt, alles bepflanzt, Blumen, alles am Start. Hier haben wir ein kleines Häuschen, wo noch nichts drin ist, sieht aber schon mal sehr nice aus. Dann haben wir hier einen Pool mit Springbrunnen. Wie hübsch sieht der denn bitte aus? Und dann haben wir hier natürlich noch ein Riesenhaus. Da auf der Ecke auch nochmal ein Haus. Ich denke mal, das ist der Skin des Besitzers. Also Stil hat er auf jeden Fall, das muss man sagen. Schauen wir mal, ob er von innen auch Stil hat. Okay, leider von innen noch nicht eingerichtet. Man merkt aber, wenn das von innen auch noch fertig ist, dass es hier absolut over the top aussehen wird. Kann jetzt leider noch nicht von innen bewerten. Und da ist er ja auch. Hallöchen, was geht? Expert Leaf, ja, das ist auch tatsächlich hier der Grundstücksinhaber. Er spielt mit Amazon. Mit dem Fire TV Stick spielt er. Das könnt ihr mal sehen, mit welchen Geräten man auf dem Server spielen kann.
wüsste ich jetzt so auch nicht, dass das funktioniert. Auf dem Fire TV Stick funktioniert das? Amazon? Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Kann man über Amazon? Wie kann man denn über Amazon spielen? Schreibt's mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst, bitte. Alles klar, und dann haben wir hier auch schon wieder meine Bewertung und da haben wir einen Mini-Zombie am Start. Ihr seht, in der Bedrock Edition sind ganz, ganz viele Sachen möglich, die so in der Java Edition ohne Mods nicht umsetzbar sind. Ist auf jeden Fall knuffig, er ist nicht mal größer wie das Schild, schaut euch das mal an. Oha, das hier sieht auch anders krank aus, anders. Wir schauen uns das mal an. Okay, von innen leider noch nicht bebaut. Da hat aber jemand einiges an Shops. Wahrscheinlich aber nur, um seine Items zu schützen, weil das sind ganz komische Preise hier. Wahrscheinlich, weil er andere Leute hier noch drauf getrustet hat. Okay, leider ist es so noch nicht fertig. Aber man erkennt auf jeden Fall, was das hier noch wird. Mein Bester. Viridian Poem 571. Bitte, bitte, bitte mach das fertig. Da kann ich jetzt leider noch keine allzu krasse Bewertung raushauen. Aber eine Full-Dia-Bewertung ist auf jeden Fall schon mal drin. Alles klar, und damit war es das auch mit Grundstücke bewerten. Ich hoffe, es hat euch gefreut, dass ich jetzt mal auch auf 24 Sucht Grundstücke bewerten gebracht habe. Meiner Meinung nach mal Zeit und ihr habt da ja auch schon ziemlich lange nachgefragt. Deswegen dachte ich mir, komm, jetzt machen wir es endlich mal auf 24 Sucht. Kommt mich gerne auf meinem Handyserver besuchen. Ihr müsst den Server folgendermaßen einspeichern. Wenn ihr hier in eurem Homescreen seid, geht ihr auf Spielen, drückt hier oben rechts auf Server. Dann geht ihr ganz nach unten, klickt auf Server hinzufügen. Bei Servername könnt ihr eingeben, was ihr wollt. Ich gebe jetzt hier mal 24 Sucht ein. Und Serveradresse, das ist wichtig, gebt ihr ein 24sucht.net. Und schon klickt ihr auf Speichern. Funktioniert bei mir jetzt nicht, weil ich den Server schon drin habe. Aber wenn ihr draufklickt, müsst ihr ganz nach unten hier scrollen und schon ist der Server bei euch eingespeichert. Würde mich freuen, wenn ihr mich mal auf dem Server besuchen kommt. Und wie gesagt, für alle 24 Suchtspieler sag ich es jetzt nochmal, damit ihr auch wirklich dran denkt und ihr euch im Nachhinein nicht ärgert. 30% auf alles momentan bei uns im Shop. Wie gesagt, in der Videobeschreibung oder auf dem Server einfach /Shop eingeben. Und wie gesagt, da findet ihr alles. Von Ränge bis Kisten könnt ihr euch einfach alles aussuchen. Kisten braucht ihr auf dem Server tatsächlich Gems. Also falls ihr Kisten öffnen möchtet, müsst ihr diese Kristalle kaufen. Und dann könnt ihr die Ingame umtauschen zu weiteren, zu neuen, zu Kisten halt. Wollte ich euch nur gesagt haben. Und dann, ja, war es das jetzt hier von mir auch. Hat mich gefreut, euch hier wieder zu begrüßen zu dürfen. Und dann sehen wir uns in alter Frische wieder zu einem neuen Video. Oder wie gesagt, hier auf 24sucht.net. Haut rein. Ciao, ciao.